In dem Video kriegst du einen kompletten Überblick über das Sortiment von Leatherman. Ich habe hier alle vor mir liegen. Wenn du wissen willst, wo die Vorteile und Nachteile der einzelnen Tools liegen und welches Tool das richtige für dich ist, wenn du das willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist Rani Rossmann vom Survival Shop Olympskunst. Schön, dass du dabei bist. Leatherman, schauen wir es uns an. Für mich ist das Kernstück das Leatherman Wave. Und dieses Leatherman Wave, das begleitet mich als EDC-Tool. Ich finde es total genial. Es hat alles, was man braucht. Und im Endeffekt geht es ja darum, wenn man sich so ein Multitool anschaut, egal ob jetzt Leatherman oder eben Swiss-Tool, das sind so meine Favoriten, wo liegen die Werkzeuge und welche Werkzeuge sind dabei? Das Wave hat den ganz großen Vorteil, dass außen im zugemachten Zustand gleich einmal der Zugriff auf die Messer möglich ist. Es gibt hier zwei Klingen, du hast gesehen, die glatte Klinge und dann hier eben diese Serrated Klinge. Alles in bester Ordnung mit einem Liner Lock, ein Handöffenmechanismus. Das ist für den einen oder anderen in Deutschland natürlich ein Problem, das ist mir bewusst, aber es ist halt so. Und dann liegt außen auch eine Feile, die durchaus brauchbar ist, ja, mit einer guten Körnung, dann auch einer Metallsäge dabei. Arretiert alles, es ist schön. Säge noch dazu mit einem für Feuerstahlbedienung für die Outdoor-Enthusiasten für uns. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Da gibt es ja mal nichts. Und dann klappt man auf, kommt zu einer Zange. Beim Standard Wave, den ich habe, sind diese Seitenschneider hier fix montiert. Die sind nicht auswechselbar. Ich zeige dir dann andere Möglichkeiten. Es gibt nämlich auch das Wave Plus, ist sonst gleich, nur hat eben diese auswechselbaren Seitenschneider. Wenn das für dich relevant ist, musst du wissen. Und dann, und das ist für mich einfach super, das ist meine Meinung, du hast hier innen Werkzeuge, die du nicht so häufig brauchst. Weil das Messer, zumindest bei mir ist es so, brauche ich am häufigsten. Aber es gibt hier einen Bithalter, das heißt, du kannst hier die Bits wechseln. Das ist praktisch, gibt auch andere Einsätze mit anderen Aufsätzen. Super, ist wunderbar, da gibt es überhaupt nichts. Und das ist für mich wirklich die klasse Sache schlechthin. Dann ist da drinnen noch ein Dosenöffner, da zum Beispiel, und ein Kapselheber. Aber was auch wiederum super ist, ist einerseits einmal, ich habe eine Schere. Die ist zwar nicht so performant wie von anderen, die du gleich sehen wirst, aber es ist eine kleine nette Schere und die ist brauchbar. Auch alles arretiert, hier hinten klickst du drauf, um dann nachher wieder zu schließen, und ist in Ordnung, finde ich gut. Und was ich sehr gerne habe und was ich auch schon das eine oder andere Mal wirklich gut brauchen habe können, das ist die Funktionalität mit diesem kleinen Schraubenzieher hier. Das ist ein kleiner Schlitz, und oder du drehst um, dann ist es ein Kreuz oder vice versa. Hier gibt es auch, so damit ich es jetzt auch natürlich reinkriege, hier gibt es auch zum Auswechseln, also die kann man auch nachkaufen, wenn man sie verliert, sollte man aber nicht, ist halt nicht lustig. Gut, wieder einklappen, und daher ist für mich vom Gewicht her und von den Funktionalitäten, die es gibt, das Leatherman Wave, ob jetzt Wave Standard oder Plus, das Nonplusultra. Gürtelclip bzw. Hosenorganisationsclip kann man alternativ dazugeben, oder man kann auch die Öse hier an dieser Stelle hier einklacken, das kannst du machen, wie du willst. Finde ich gut, ist ein super Tool, und das ist für mich der Ausgangspunkt, wo jetzt die anderen, die hier herumliegen, aufgebaut sind. Okay? Das Wave. Und ich möchte jetzt gleich eine Stufe machen, nämlich einen Schritt rüber. Und zwar in die neue Welt des Wave, wenn ich das mal so nennen darf. Und zwar, das ist das Leatherman Free P4. Ja, das ist der neue Wave sozusagen. Aber nicht ganz, aber da kommen wir gleich dazu. Das eine ist einmal, dass das hier, wie du siehst, eine andere Optik hat. Gut, das soll so sein. Das muss dir gefallen oder auch nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist auf Magnetbasis aufgemacht. Und es ist ein wirkliches Einhand-Tool, denn ich kann das alles mit einer Hand bedienen, habe dann meine Zange und kann das auch, also ich mache es zumindest so, und kann es dann auch wieder mit einer Hand schließen. Das ist einmal der eine Vorteil. Dann, wie beim Wave, habe ich meine Werkzeuge, die ich zumindest häufig brauche, nämlich Messer, dann hier das Wellenschliffmesser, alles außen, kann man alles mit einer Hand bedienen, eine dazugehörige Säge, und auf der anderen Seite, und das ist der Unterschied jetzt auch zum Wave, eine durchaus brauchbare Schere, die kann schon was. Die kommt in die Kategorie von Search, aber da kommen wir dann nachher gleich dazu. Das ist super, ja? Alles arretiert wieder, hier ist dann da auf dieser Seite hier ein kleiner Hebel wieder zum Zumachen. Das Leatherman Free P4 gibt es in einem eigenen Review, wo ich das genau erkläre, aber das soll es jetzt mal fürs Erste sein, aber es kommt noch etwas. Es ist jetzt hier nicht innen weiteres Werkzeug zu finden, sondern das Werkzeug liegt alles komplett außen. Und da ist ein bisschen eine Innovation, wenn man das so nennen mag, von Leatherman. Ich drücke hier an diese Stelle und mache damit die Werkzeuge auf. Ja? Das heißt, das ist schon super. Ich drücke hier einmal mit dem Daumen drauf
und ich habe das Werkzeug. Und das ist super. Was ist da jetzt ein Werkzeug? Nur ganz kurz. Es ist eine kleine Feile. Da habe ich schon das eine oder andere Mal gehört, naja, die ist recht klein, jetzt im Vergleich, wenn ich das jetzt hernehme, zum Beispiel zum Wave, das ist, mag schon sein, aber Hand aufs Herz, also ich zumindest kann dir sagen, dass für Kleinigkeiten, meistens brauche ich diese Feile ja nur für Kleinigkeiten, dass sie ausreichend ist. Aber gut, das hängt immer im Auge, das hängt immer davon ab, was du wirklich konkret damit tun willst, aber das reicht meiner Meinung nach, aber gut, das muss man selber wissen, das reicht. Und dann... Auch das ist arretiert und es geht halt mit einmal öffnen. Ein Dosenöffner, Schlitzschraubenzieher, eine Ahle, alles schön. Ich will das jetzt gar nicht im Detail beschreiben, aber was mal bei diesem P4 jetzt im Vergleich zum Leatherman Wave fehlt, ist nämlich Folgendes. Du hast hier ein Kreuz, also einen Philips-Schrauber. Das ist super. Mit einem Kapselheber dazu. Das ist Leatherman anscheinend wichtig. Das sehen wir dann bei anderen Tools, wie zum Beispiel bei der Uhr, dem Thread und so weiter auch. Aber ich kann den Bit nicht wechseln. Das heißt, ich habe nicht diese Funktion hier, so wie ich die vom Wave habe, dass ich den Bit wechseln kann. Und das ist meiner persönlichen Meinung nach ein echter Nachteil. Ich, und das ist halt immer das Problem bei Tools grundsätzlich, gell? Das ist bei Tools immer, dass man das gerne individuell hat. Und ich glaube, dass das auch der nächste Schritt der Evolution der Multitools sein muss, dass man die individuell an den Nutzer anpasst. Aber ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel das andere Tool, das hier, oder das ein andere Werkzeug, das hier nebenbei sitzt, das hier, diesen ja, Dosenaufdrücker, den brauche ich eigentlich gar nicht so sehr. Da wäre es mir ehrlich gesagt lieber, ich hätte hier einen Bit-Halter drinnen. Den brauche ich halt öfter. Aber es liegt nur an mir, das muss ja nicht bei allen anderen so sein. Aber ein gutes Tool kann aber mit dem Wave meiner Meinung nach, nur wenn du diese Einhand-Funktionalität hast, wenn du sagst, ich brauche das mit einer Hand, so ja, das ist cool. Und ich brauche auch diese auswechselbaren Seitenschneider, wobei es die beim Wave Plus auch gibt. Musst du jetzt entscheiden, was für dich die bessere Wahl ist. Aber auf jeden Fall, das ist die neue Generation des Waves sozusagen, wenn man das so sagen darf, oder andere Interpretation. Und dann, wenn ich jetzt vom Wave weiter weggehe, was für mich immer das Zentrum ist, dann komme ich jetzt hier zum Charge. Und dieser Charge Plus hier mit 10 Griffschalen, also die sind nicht standardmäßig, so gibt es auch andere. Und dann gibt es den TTI, den ich jetzt momentan nicht an der Hand habe. Und bei denen ist es so, dass es im Endeffekt auch die Wave-Plattform ist, aber etwas verbessert. Was bedeutet das? Erstens, Seitenschneider auswechselbar. Wobei es das beim Wave Plus auch gibt, das ist das eine. Und dann, und das ist für mich eigentlich sind die zwei Hauptunterschiede. Das eine ist einmal, dass wir hier bei dieser Serrated-Klinge beim Wellenschliff hier oben einen Paketschneider oder Aufbrechklinge oder Rettungsklinge zum Beispiel, ja, könnte man das eventuell vorstellen für einen Gurtschneider in die Richtung, das hat man. Und es ist eine bessere Stahlqualität bei der Verarbeitung. Ganz einfach, wir haben hier eine andere Stahlsorte, die auch deutlich besser ist, schnitthaltiger ist, schärfer ist. Und das ist im Endeffekt der Unterschied. Ich habe mich für diese G10-Schalen in Orange, wie gesagt, ich gebe da also ein billiges Eigenwerbevideo. Gebt unten den Link auf Amazon. Leider nicht zu mir in den Shop, Leatherman beliefert mich nicht. Aber geh auf Amazon, dann wirst du eh direkt kannst du bei Leatherman kaufen über Amazon. Leatherman ist der Händler, der auf Amazon das Ganze verkauft, so ist das aktuell bei diesem Video, und da gibt es auch in andere Farben, oder es gibt es in Metall oder es gibt es eben als TTI. Also gute Sache. Und das Charge oder das Wave, das ist eine Interpretation. Schau dir die Preise an, es ist natürlich ein deutlicher Preisunterschied, aber bei dem Charge hast du halt diese kleine Funktionalität und den besseren Stahl dabei. Ob das wichtig ist für dich, musst du selbst entscheiden, sonst hast du dasselbe Innenleben mit diesem Bithalter, so wie wir eh schon besprochen haben. Und im Standardlieferumfang war bei mir zumindest bei der Hülle auch dieser Bitsatz dabei. Also es ist auch ein bisschen mehr an Lieferumfang, aber das hängt immer davon ab. Gut, das ist das Charge Plus. Und jetzt sind wir, wenn wir in dieser Ebene da jetzt unterwegs sind, von den drei, die ich da gezeigt habe, können wir entweder auf die Seite gehen, was meine ich damit, nämlich Spezialwerkzeuge, die ich hier jetzt auf dieser Seite habe, werden wir alle mal durchgehen. Ich kann nach unten gehen zu den kleineren Tools, ich kann zu den Messertools gehen, die es gibt, werden wir auch gleich machen. Oder ich kann auf eine andere Plattform gehen. Ja? Aber schauen wir uns gleich einmal an, bleiben wir gleich einmal in der Nähe des Waves sozusagen und schauen uns diese zwei Teile hier an. Und zwar, wir haben auf der einen Seite hier den Sidekick. Ja?
siehst, da ist gleich einmal ein Unterschied. Und im Endeffekt dasselbe Tool, den Wingman, dasselbe Tool, die sind im Endeffekt gleich, es gibt nur ein paar kleine Unterschiede. Bleiben wir beim Sidekick. Ja? Du siehst, du hast hier den Seitenschneider und der ist nicht auswechselbar. Der ist fix montiert und ist auch, und das ist meine persönliche Meinung, nicht so sauber und nicht so groß und nicht so schön verarbeitet, wie das zum Beispiel beim Wave der Fall ist. Dafür, und da muss man auch fair bleiben, sind die auch deutlich günstiger. Wie gesagt, ich gebe dir den Link unten auf Amazon und schau dir das an. Bei diesem Messer habe ich auch wiederum außenliegend das Messer, aber wenn ich das jetzt vergleiche von der Klingenlänge, ja, es arretiert, also es ist trotzdem mit dem 42A-Konformität, bin ich mir nicht sicher. Liebe Deutsche, wenn du das weißt, wenn du ein Deutscher bist und das weißt, schreib mal einen Kommentar, ob der hier 42A-konform ist, dieser Wing Sidekick bzw. Wingman. Aber schau mal, die Klingenlänge ist schon eine andere. Also das ist schon zum Wave, der Wave ist schon eine andere Kategorie. Und das musst du halt wissen, was da für dich die bessere Wahl ist. Gut, dann natürlich auch logischerweise, hier haben wir jetzt eine Säge, das wird dann auch gleich das Unterscheidungskriterium sein zum Wingman, also das Sidekick mit einer Säge, durchaus performant, auf jeden Fall brauchbar. Und außenliegend, also im Standardumfang automatisch dabei, ist dieser Clip hier, dieser Gürtel- bzw. Hosensack-Clip. Dann eben, ganz klar, die Zange. Und dann gibt es hier an dieser Stelle ein Teil, wo du mit dem Finger reingreifen kannst. Und das hat auch einen Grund, und zwar, du kannst hier, da, die Werkzeuge, die hier innen verbaut sind, etwas raufheben, damit du dann da auf diese Klammer mit dem Fingernagel rein kannst und öffnen kannst. Und das geht natürlich auf beiden Seiten, und dann kommst du hierher und kannst öffnen. So schaut das Ganze aus. Beim Sidekick habe ich jetzt hier ein kleines Wellenschliffmesser, das ist also innen und nicht außen, so wie wir das beim Wave haben. Wobei man auch dazu sagen muss, ich finde das gar nicht unpraktisch, denn das Wellenschliffmesser, das ist zumindest mein Ansatz, ich brauche das ganz, ganz selten. Aber wenn man es brauchen könnte, und das ist auch wirklich schön spitz, das ist wirklich gut gemacht, gibt es überhaupt nichts. Und wiederum die kleine Feile und kleine, damit du siehst hier, kleine Feile und da ist ein Lineal drauf, das auch absolut ausreichend ist. Ja? Da wird halt ein bisschen gespart. Ist aber im Budget, wie gesagt, ich gebe da unten den Link auf Amazon, etwas geringer. Dann haben wir hier einen Schlitzschraubenzieher, der auch massiv aufgebaut ist, dass man zum Beispiel so Farbdosen aufmachen kann zum Aufreißen. Und dann einen Philips Kreuzschrauber, der halt, und das ist jetzt auch interessant, auch kein wechselbaren Bit-System anbietet. Da musst du ganz einfach aufs Wave oder auf das Charge greifen oder dann halt zum Search, aber da kommen wir noch dazu. Also das ist so die Funktionalität. Es arretiert auch nicht wirklich. Also es arretiert nicht. Ob das jetzt relevant ist oder nicht, musst du entscheiden. Und dadurch hast du aber auch jetzt bei diesen beiden Systemen, beim Wingman und beim Sidekick, ein sehr kleines und kompaktes Tool, das auch recht leicht ist. Also es ist kleiner und auch leichter als unser Wave. Und das ist ganz einfach so. Aber jetzt wollen wir uns die Unterschiede anschauen. Ich habe vorher jetzt gerade beim Sidekick die Säge herzeigt und der Wingman hat eine Schere. Sonst kann ich jetzt keine Unterschiede erkennen, aber das ist so der Unterschied. Und das ist die Frage, was du brauchst. Brauchst du eher eine Schere oder brauchst du eine Säge? Hängt davon ab, ob du zum Beispiel für Bushcraft und Survival, wenn du bei der Bushcraft ohnehin irgendeine andere längere Klappsäge dabei hast, dann ist vielleicht die Schere interessant, auch für Erste-Hilfe-Sachen, also für kleine Schnitte oder was. Oder also ich finde die Schere jetzt grundsätzlich gut, das ist alles fein. Und ja, so haben wir sie, unsere beiden. Die sind in der günstigeren Kategorie unterwegs. Link findest du unten. Und ja, ist auch eine nette Möglichkeit. Wenn wir jetzt schon in der Kategorie, die etwas unterhalb, damit meine ich jetzt nicht vom Wert her, sondern einfach von der Funktionalität und natürlich auch vom Preis, vom Wave her gehen, dann müssen wir auch zum Rebar gehen. Der Rebar ist im Endeffekt ein Kasten. Ja, Kasten, da ist außen überhaupt nichts. Du musst mal aufmachen, damit du überhaupt zu den Werkzeugen kommst. Das ist im Endeffekt so, wie man es beim alten, das ist das erste Super-Tool, das ist ein Erbstück sozusagen, oder das habe ich von meinem Papa bekommen, da ist es ja auch so, das war der erste Leatherman, ja, das ist ein Leatherman, ein Super-Tool und fertig, und da ist außen mal nichts, das ist einfach ein Kasten, so wie wir es jetzt dann auch bei der größeren Version finden. Das heißt, du musst da mal rein und dann kommst du mal die Zange. Bei der Zange, beim Rebar, ist es so, dass auch die Seitenschneider wechselbar sind, das ist für den einen oder anderen wichtig, aber so soll es sein. Und dann sind die Werkzeuge im Inneren. Das heißt, da ist nichts mit, ich habe das und mache von außen auf. Und da ist es auch 42A-konform.
aber halt auch ein bisschen langsamer beim Öffnen. Das ist die Frage, ob man das wirklich braucht. Du hast hier Messer, du hast hier eine Feile, die jetzt auch deutlich größer ist, dann andere kleine Werkzeuge. Ich will jetzt nicht im Detail besprechen, schau dir dazu meine Review-Videos an, wo ich die wirklich im Detail bespreche. Also es ist super toolmäßig, ja, super toolmäßig, nur kleiner, kompakter und auch leichter. Hier der Philips, also der Kreuzschrauber, leider nicht mit Bit wechselt, das ist hier nicht vorgesehen. Aber dieses Tool hier ist, weil ich immer wieder die Frage auch auf Instagram bekomme, Reini, was wäre denn so ein super Multitool, was leicht und kompakt ist und auch vom Budget her in Ordnung, dann bist du beim Rebound gut unterwegs. Schau mal her, der ist einmal kompakter, er ist auch etwas dünner und er ist leichter, also das merke ich hier absolut. Und auch günstiger, deutlich günstiger. Link auf Amazon gebe ich da unten. Und damit du das vergleichen kannst, es ist müßig und sinnlos, jetzt Preise zu nennen, weil sie die sowieso immer wieder ändern. Also das hier, da wäre das Rebar auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn du nicht zu viel ausgeben willst. Denn der P4, den ich gerade vorher hergezeigt habe, und jetzt der Wave, das ist eine andere Preiskategorie. Also das muss man eigentlich so halten. Der ist teuer, der ist in der Mitte teuer. Ja, also der kostet halt mehr, dann kommt das Wave und dann kommt einmal nichts und dann kommt das Rebar. Also es wäre so für einfaches Budget mal auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Die Werkzeuge arretieren trotzdem, das habe ich jetzt vergessen noch herzuzeigen, sie arretieren und müssen hier über diesen Clip hier, also es arretiert, außen den Druckknopf und dann ist die Sache wieder erledigt. Und alles ist gut, eine schöne Sache, ist ein nettes Tool. Aber das führt mich gleich, das ist fürchterlich natürlich, damit das Video nicht zu lang dauert, zum Supertool. Denn das Konzept zwischen Rebar und Supertool 300, der, ich sage jetzt mal Nachfolger vom ersten normalen Supertool, wie gesagt, ich habe das in zweifacher Ausführung, einmal als Erbstück von meinem Papa und einmal hat das mir auch geschenkt. Das ist das Erbstück vom Papa, das was er mir geschenkt hat, das schaut nicht so schön aus, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist dasselbe Konzept, nur weiterentwickelt. Und manche meinen auch qualitativ einfach in einer anderen Liga. Das muss ich auch so sagen. Und ich weiß, dass es hier in diesem Video nicht um Swiss Tools geht oder Victorinox geht, sondern um Leatherman. Aber ich muss halt schon eines dazu sagen. Wenn ich jetzt von Qualität spreche, wenn ich das alte Supertool mir hernehme und jetzt vergleiche mit dem Swiss Tool, mit dem Victorinox Swiss Tool, die sich ja sehr ähnlich sind, dann ist das hier eine Qualitätsebene mit leichten Vorteil zu Victorinox. Ja? Aber da reden wir, das ist in Ordnung. Ja? Aber das hier ist halt jetzt schon, wenn du dir den Stahl anschaust und wenn du dir die Verarbeitung anschaust, die nicht schlecht ist, das will ich damit nicht sagen, ganz im Gegenteil, dann kommt die an ein Supertool zum Beispiel überhaupt nicht dran. Das muss man einfach einmal so festhalten. Aber ja, das ist ganz einfach so. Wir kommen dann eh noch, wir werden dann, wenn wir über Schwarz und so weiter reden, auch noch einmal auf Victorinox zurück zu sprechen kommen. Aber bei diesem Supertool 300, das für die Praxis durchaus in Ordnung ist, habe ich jetzt auch alles, was ich brauche. Es liegt halt, das Messer liegt in einer anderen Lage als zum Beispiel beim P4. Du siehst, hier habe ich das Messer vorne, habe eine andere Kontrolllinie, wenn ich jetzt wirklich mehr schnitzen wollte, als bei dem hier. Das ist nicht so angenehm, wenn man länger schnitzen will, aber es ist ein Tool, da wo ich jetzt das alles kann und nichts gescheit. Es kann alles, aber nichts gescheit. Das ist so, aber das liegt halt daran, dass es so ist, wie es ist. Die Werkzeuge sind jetzt im Vergleich zum Rebar etwas größer, etwas länger, etwas wuchtiger. Dadurch ist das Tool auch etwas schwerer. Ja? Habe dann hier als Laut natürlich auch noch eine schöne Säge dabei, die ich jetzt hier auch habe, aber viel, viel kleiner. Ich meine, das ist schon ein Unterschied. Also wenn du sagst, okay, ich brauche das doch häufiger und Gewicht und Größe ist nicht so wichtig, dann würde ich auf das Supertool greifen, weil die halt beim Rebar einfach kleiner sind. Aber als EDC, als Everyday Carry, was leicht und immer dabei sein soll, ist das Rebar sicher die bessere Variante. Aber das musst du entscheiden. Das ist jetzt diese Supertool-Kategorie. Und ja, das ist einmal ganz in Ordnung. Wenn wir da jetzt in dieser großen Kategorie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weiterbleiben wollen, dann kommen wir zum Surge. Denn das Surge, das ich auch extrem genial finde, das ist wirklich ein super Tool, das ich sehr, sehr gerne habe, das ist halt groß und brockig und alles und super und wunderbar, kommt auch aus der Wave-Kategorie, ja, von der Plattform her. Hat aber ein paar Schmankerl, die du da anschauen sollst. Ich habe den schon einmal genauer reviewed, schau dir das am Kanal an, da sind dann alle Details dabei. Aber zum groben Überblick. Ich habe hier den Seitenschneider, den ich wechseln kann. Das ist einmal super. Und die Zange, die ist fett. Also die macht wirklich was her. Das erinnert mich, wie gesagt, an das Swiss Tool, an das große Swiss Tool. Also das ist auch,
da habe ich was in der Hand, da habe ich eine Zange. Das heißt, für den EDC-Bereich, wenn ich sage, ich will es leicht und klein und kompakt haben, wie die Kleinen da, dann würde ich das nicht wählen, aber ist super, ist wirklich super, hat man ein schönes Moment. Und es ist halt auch so, dass du das Innenleben hast. Das ist die Wave-Plattform, soll heißen, ja, hier wieder, das ist so ein Abisolierteil unten dabei und Dosenöffner, dass ich hier den Bit wechseln kann und das ist durchaus brauchbar. Muss ich wirklich sagen, ist durchaus brauchbar. Was hier anders ist, es ist innen keine Schere. Es ist keine Schere vorgesehen, weil, und das finde ich bei diesem Tool hier so super, wirklich genial, ist, dass die Schere, und auch eine wirklich brauchbare Schere, außen liegt. Also das ist eine Schere, wo ich sage, mit der kann man arbeiten. Das ist nicht so ein Herumfranzen wie beim Wave. Ja, dadurch ist er aber auch schwerer, wirklich massiv schwerer. Gut, ich habe dann eine Klinge, die auch dementsprechend was hermacht. Also da habe ich gesagt, okay, mit dem kann man auch wirklich schön arbeiten. Aber Wellenschliff natürlich wieder, wie ihn unser Leatherman so gerne hat. Aber das ist schon ein, das ist total super. Und zwar die Säge oder Feile. Das ist auch im Standardlieferumfang dabei. Das heißt, ich kann hier auswechseln und habe eine Säge oder Feile außen liegend. Und das ist jetzt nicht nur aus dem Grund schön, weil man das wechseln kann, sondern es hat eine andere Funktionalität auch. Ich habe das eh schon einmal in einem anderen Video hergezeigt. Ich will das jetzt nur ganz kurz ansprechen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel von Bosch Ersatzsägeblätter hernehmen oder auch Sägeblätter, die deutlich länger sind. Ne? Also das hier zum Beispiel, das ist halt schon ein Sägeblatt, mit dem man auch dementsprechend was tun kann. Und wenn du häufiger arbeitest, wenn du und unterschiedliche Dinge tun willst, also Holz, Metall, dann ist das eine gute Variante, weil du packst dir ein paar Sägeblätter ein, machst deine Sägearbeit und es liegt auch gut in der Hand. Es ist halt ein Tool scharfkantiger als eine Säge, die nur eine Säge ist. Daher mit Handschuhen arbeiten ist das super und du kannst sägen und wenn das Sägeblatt kaputt ist, dann wechselst du das aus, nimmst es, wirfst es weg und gibst den Ersatz rein. Und das ist meiner persönlichen Meinung nach ein richtiger Pluspunkt. Du kriegst auch diese Ersatzsägen hier und diese Ersatzfeile, also diese Feile und diese Säge als Ersatzteil von Leatherman und das ist schon eine coole Sache. Das ist wirklich super. Ich hatte dieses Search auch in Schwarz. Ja, das habe ich dann hergeschenkt an einen Freund von mir. Aber ich komme dann auf das Schwarz noch einmal zurück. Beim MUT, beim Military Utility Tool. Ich mag das Schwarz von Leatherman nicht so sehr, aber da kommen wir dann noch dazu. Das Ding ist wirklich super. Ich mag das extrem gern. Gibt es auch mit dem Clip, also du könntest jetzt auch hier den Clip vom Wave, also es gibt einen eigenen Clip für den Search einbauen. Das geht auch. Ich habe jetzt hier die Öse verwendet. Siehst du hier, die ist hier eingebaut. Aber das schaut auch bei meinem Detail Review zum Search an. Ein super, wirklich ein super Tool. Und jetzt haben wir im Endeffekt einmal so das Kernland, ja, das Kernland im Griff. Jetzt kommen wir zu Spezialtools und kleineren Tools. Und bevor wir jetzt zu Signal und Skeletool und so weiter kommen, will ich eigentlich in eine ganz andere Ebene hüpfen mit dir und Spezialwerkzeuge anschauen, und zwar in die Taschenmesserkategorie. Und da habe ich jetzt diese zwei Teile mitgebracht oder in meiner Sammlung, nämlich den T3, T4 und den T2 hier auf der Seite. Und das sind im Endeffekt Taschenmesser in Toolform, die, und das muss man gleich dazu sagen, meiner persönlichen Ansicht nach ein Angriff oder ein Angriff ist nicht das richtige Wort, das wollte ich auch gar nicht sagen, sondern ein Eingehen in den Markt von diesen Victorinox-Messern, die es seit 100 Jahren gibt. Und das ist eine Innovation mit Vor-, aber auch Nachteil. Und das schauen wir uns jetzt an. Ganz grob, Detail-Reviews zu denen gibt es auch bei mir am Kanal. Was hier der große Vorteil ist, okay, ein Handöffner, ja, gut, soll so sein. Ich breche mir da ein bisschen die Finger, bei mir ist das nicht so einfach bei diesem T4, weil er zu klein ist, aber das liegt nur an meinen Händen, ist kein Kritikpunkt. Und wieder mit dieser Magnethalterung hier hinten und ich kann das alles mit einer Hand steuern, super. Und das ist jetzt der große Vorteil im Vergleich zum Victorinox, ich habe wieder die Funktionalität, so wie bei dem P4 hier, dass ich da reindrücke mit dem Daumen und die Werkzeuge aufmachen kann. Und diese Werkzeuge arretieren dann auch, kleine Pfeile, die, wie gesagt, meiner Meinung nach absolut ausreichend ist. Dann hier jetzt zum Beispiel einen Schlitzschraubenzieher, beziehungsweise da ist auch eine kleine Kante drauf zum Schneiden, aber schau dir das Detail-Review an und das ist der Unterschied jetzt zum P2, das T4 zum T2, damit ich es rauskriege, das
T4 hat hier hinten noch einmal Werkzeuge, und zwar eine Schere, die, und das möchte ich auch gleich dazu sagen, wirklich brauchbar ist. Mit der haben wir schon das eine oder andere gemacht. Das ist super. Und dann noch hier zwei Werkzeuge, eben den Philips-Schraubenzieher, da ist auch ein Kapselheber dabei, und eine Alle, die auch einen Schlitzschraubenzieher macht. Was mir hier abgeht und was ich schade finde, aber das ist keine Kritik, sondern das ist ganz einfach so, man muss immer einen Kompromiss finden, ist, dass man nicht den Bit hier, den Bitwechsel dabei hat. Das wäre super, wenn dieser Bitwechsler hier drin wäre und man dafür ein Werkzeug weniger hat. Ich weiß natürlich, dass es dann breiter werden könnte oder man auf ein Werkzeug verzichten muss. Mir ist klar, dass das Auswirkungen hat. Aber das ist das, was ich am Eingang vom Video gesagt habe. Ich glaube, dass die Zukunft darin liegen wird, und das wird sich entscheiden, ob das Victorinox macht oder Leatherman macht oder ein anderer Hersteller, sehr individuell für den Kunden das macht, was er will. Und das wird die Zukunft sein, aber das ist eine andere Geschichte. Das fehlt mir irgendwie bei diesem T4. Das wäre cool, wenn das dabei wäre, aber ist ganz einfach so. Wo wir jetzt auch einen schönen Vorteil haben, ist, dass hier eine Pinzette dabei ist. Meiner Meinung nach eine direkte Response auf die Pinzette, extrem praktische Pinzette, die man beim Victorinox-Tool hat. Und wenn du dich jetzt fragst, ja Rainer, du hast jetzt gesagt, das ist ein Angriff, wobei ich nicht Angriff gemeint habe, aber das ist ein Eindringen in diesen Markt hier, ja. Der Vorteil ist, dass man das mit einer Hand hier aufmachen kann, während ich jetzt beim Victorinox das mit meinen Fingernägeln machen muss. Und mir ist das wurscht, aber meine Frau zum Beispiel mag diese Messer nicht, aber nicht, weil sie nicht mag, sie findet die Funktion super, sondern weil sie sich immer die Fingernägel abbricht. So ist es halt, ja. Ja, bei Männlein und Weiblein, die dieses Problem haben. Ich will jetzt auch nicht diese zwei miteinander vergleichen, weil das eine andere Kategorie ist, aber das ist schon eine Innovation, die hier Leatherman gemacht hat, die natürlich auch ihren Preis hat. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Victorinox-Messer einfach vom Preis-Leistung her einfach die Nase vorn haben im Vergleich zu Leatherman. Das muss man einfach so sagen. Und es liegt nicht daran, dass ich die Victorinox bei mir im Shop habe, die du kaufen kannst bei mir, und Leatherman nicht. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern du musst einfach einmal schauen. Ich gebe dir den Link auf beide Tools. Auf das hier und auf das hier. Und du wirst preislich, zumindest ist das jetzt so, einen riesen Unterschied sehen. Und wenn du glaubst, dass die Victorinox teurer ist, dann täuscht du dich. Der Leatherman ist deutlich teurer bei weniger Funktion, aber eben bei dieser Innovationsgeschichte hier hat er die Nase vorn. Man wird sehen, wie das weitergeht am Markt, aber das ist so der Unterschied, und da musst du entscheiden, was dir wichtig ist, oder am besten, man hat sowieso beide. Gut. Das hier jetzt zum T4, und das ist jetzt der T2, der halt deutlich einfacher gemacht ist. Da fehlt mir zum Beispiel die Schere, die ist hier nicht dabei. Und ja, schaut ganz einfach, ist einfach so jetzt an dieser Stelle gemacht, und Leatherman hat sich für diese Konstruktion entschieden. Leider keine Pinzette dabei. Also wenn du schon, das ist meine Meinung, wenn du schon in die Richtung gehst und sagst, okay, ich möchte eins von den beiden haben, dann würde ich mir persönlich gleich das T4 holen. Da ist dann auch nicht mehr so viel Unterschied. Schön ist, im Lieferumfang ist standardmäßig dieser Gürtelclip dabei, beziehungsweise Hosentaschenclip. Ich habe ihn hier nicht montiert. Das gibt es hier auch. Kann man seitlich nicht wechseln. Das ist leider nicht gegeben. Und so schaut das aus im Schneckenhaus. Ein neues Taschenmesser, das sie auch haben, ich werde dann noch die alten auch herstellen, die wir eh schon kennen, das ist dieser auch wieder aus der Free-Serie, und das ist nämlich der K2, und hier habe ich ein durchaus brauchbares, schönes, fettes Messer mit einem wirklich auch gut gemachten Griff, der ist wirklich super, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern, schön scharf, da kann man auch wirklich etwas anfangen, wenn man ein größeres Messer braucht, hat aber trotz alledem diese Funktionalität mit dem Einhandöffnen-Mechanismus und hier hinten dann noch einmal ein paar Werkzeuge dabei, durchaus brauchbar, durchaus schön, Gürtelclip dabei, ist eine tolle Sache, wenn du so ein großes Messer brauchst. Wie gesagt, ich stelle eh alle noch einmal einzeln in einem eigenen Video vor, also gib einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal und schau dich ein bisschen um, was hier schon da ist. Bleiben wir noch bei den Messern, bevor wir jetzt in die nächste Kategorie von Leatherman springen, und zwar schauen wir uns diese Teile hier an. Dieses Messer hier, das C33, das ist das normale C33, es gibt es auch als C33X, ich weiß gar nicht, ob die momentan noch verkauft werden, habe ich seit vielen, vielen Jahren. Ich habe das mal beim Hornbach gekauft, beim Baumarkt. Das ist ein Messer, das extrem leicht ist. Ich habe es übrigens auch schon einmal am Kanal hier vorgestellt. Extrem leicht, extrem scharf. Ist so ein EDC. Ich weiß für euch Deutschen leider nicht, wegen Einhandöffner und bla bla bla. Aber ist super. Sehr leicht, sehr kompakt. Ich habe hier hinten noch einen Flaschenöffner. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Leatherman muss überall ein Flaschenöffner sein. Vielleicht trinken die gern Bier oder so. Aber ist auch eine sympathische Sache. Und man kann das irgendwo draufhängen. Ja.
Habe ich nie gemacht oder ich habe es einmal gemacht, nämlich beim Skeletool, und das war ein großer Fehler, dazu komme ich dann nachher noch. Also ich mag, also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, aber ich finde diese Funktion kritisch, aber da kommen wir gleich dazu. Sehr, sehr schönes Messer, sehr kompakt, sehr, sehr brauchbar, und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, in die noch kleinere Variante zu gehen, und zwar hier haben wir, das ist die X-Version, genau, das ist das Skeletool, das ist das Messer dazu zum richtigen Skeletool, und dieses Messer ist klein, wirklich sehr, sehr klein, ja, hat auch diesen Flaschenöffner dabei und ist auch eine Möglichkeit. Also ich bin ja der Meinung, dass man ganz häufig ein Messer braucht, also ich zumindest, aber es muss nicht immer die fette Klinge sein, es muss nicht wie beim K2 immer das sein, außer ich bin draußen. Aber im urbanen Bereich reicht oft so eine ganz kleine Klinge, und es gibt es auch ohne Wellenschliff, die ich ja eigentlich nicht gerne habe, aber ist hier so gegeben. Sehr liebes, kleines, leichtes Messer. Gut, das war jetzt zu die Messerfraktion von Leatherman. Und jetzt wollen wir übergehen, bevor wir zu den Spezialtools kommen, und wollen wir in eine andere Kategorie gehen, auch in was ganz was anderes springen. Ich gebe jetzt mal das hier runter, und zwar diese hier, die Thread-Serie. Bei denen ist es im Endeffekt so, dass du ein Armband hast, beziehungsweise eine Armband mit der dazugehörigen Uhr. Das gibt es, wie gesagt, in Schwarz oder es gibt es in Silber. Bei Schwarz, da komme ich dann gleich dazu, die Farben, aber schauen wir uns einmal das an. Die Idee ist ziemlich simpel und auch lieb. Gib da auch unten den Link auf Amazon, schau dir das an, weil das hat halt auch seinen Preis, dass du hier in diesen Links, ja, so nennen die diese Glieder, Werkzeuge dabei hast. Das heißt, du hängst dir das jetzt um deine Hand, hast ein schönes Armband, ist auch schön oder auch nicht, das liegt im Auge des Betrachters, aber es ist keine Waffe oder so irgendwas. Also wir haben nicht irgendwie das Problem, dass wir sagen, oh, Bedienter, das geht nicht, du, da ist ein Messer drauf und du bist ein Terrorist, wenn du ein Messer mit hast. Also das haben wir hier nicht. Also wie gesagt, ich weiß, dass es hier von der Politik immer wieder die Sache gibt, dass wenn man so ein Messer mit hat, oder macht man es noch cooler, wenn ich das Messer hier mit habe, ich meine, das ist ja wirklich so, also, du bist ja fast schon ein Killer, ja, aber was jetzt absoluter Sarkasmus ist, ja, also ich finde das unnötig, aber das ist, ich bin kein Entscheider, aber wenn ich das Messer nicht habe, aber trotzdem Funktionalitäten haben mag, das hier ist keine Waffe, ich meine, ich denke mir, wenn man so auf jemanden hinschlägt, würde das auch wehtun, aber wir wollen es nicht, übertreiben. Der Punkt dabei ist, du hast hier unterschiedliche Werkzeuge an der Hand, Schlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, hier in den Gliedern sind noch einmal Sechskanter dabei, auch etwas für Sauerstoffflasche hier an dieser Stelle. Beim Öffnenmechanismus hier, es gibt eher ein eigenes Video, wo ich das genau beschreibe, kann man hier auch eine Ratsche mit einbauen. Und das Schöne ist, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte einen Torx, ja, und ich will da jetzt, ich nehme das Armband runter und mache, kann man schön halten. Ist wirklich gut gemacht, hat halt seinen Preis, ist auch dementsprechend schwer. Gibt es in einer breiten Ausführung oder in der LT-Ausführung, in der schlankeren Ausführung, müsste 30, also 3 cm haben, das hier ist das dünnere. Und jetzt gleich im Vergleich dazu, das gibt es auch mit Uhr, ja, in Silber bzw. in Schwarz. Bei der Uhr ist dann hier hinten noch eine Funktionalität mit einer Feile dabei, aber das schaut in einem eigenen Video an. Und das ist jetzt hier die breite Version. Ne? Wenn man die Werkzeuge in breit, das ist schmal und in Silber und in dunkel. Ob das was für dich ist, das musst du für dich entscheiden. Ich will mich da nicht einmischen, und ob das da kontroversiell wird, das Ganze diskutiert. Ich stelle dir in eigenen Videos vor, ich will jetzt nicht in die Details gehen, sondern ich will nur von der Idee her, ja, ich möchte von der Idee her sprechen. Das hier ist etwas, was ich auch als EDC immer dabei haben kann. Ich meine, es hat sein Gewicht, ja, ist schon klar, aber das ist, und dann braucht man halt kurzfristig etwas, ich muss da jetzt was anschrauben, ja, es gibt es ja immer wieder, dass ich sage, okay, ich muss da jetzt was anschrauben, und dann hast du das an der Hand, und ich finde, das ist eine nette Sache, und speziell, wenn es da gefällt, auf jeden Fall in Ordnung. Hier dazwischen sind auch noch Öffnungen. Da könnte man, ich habe das leider noch nicht wirklich brauchen können, aber kann man jetzt hier auch noch einmal einen Bit einsetzen. Das Problem ist, dass die durchrutschen da, dass die nicht richtig halten. Ich weiß nicht, was da die Idee ist oder ob es da einen eigenen Bit dazu gibt. Das werde ich noch rausfinden. Wie gesagt, schau dir das dazugehörige Vorstellungsvideo an. Also das sind auch Tools von Leatherman. Und da bleibe ich jetzt gleich. Und zwar, gebt unten den Link auf Amazon, schaut euch das ganz einfach an. Es geht mir jetzt nicht um diese Uhr als solche, weil die gibt es auch in zwei Ausführungen, in Silber und in Schwarz, und das gibt es auch in Schwarz und wie eben im Silber, sondern das Schwarz grundsätzlich bei Leatherman.
Da habe ich echt ein Problem damit. Ich kann das Schwarz nicht leiden bei Leatherman, aber nicht, weil ich Schwarz als Farbe nicht mag, sondern weil das einfach abfärbt. Ich weiß nicht, wie die das machen oder was sie nicht machen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Victorinox, hier habe ich das Spirit in Schwarz, dann färbt das nicht ab. Das bleibt einfach so. Und das ist einfach cool, wenn dir Schwarz gefällt. Also wie gesagt, um das geht es ja jetzt nicht. Aber ich hatte den Surge in Schwarz. Und allein wie ich ihn ausgepackt habe, waren meine Finger schwarz. Immer gedacht, na, ISO macht dir nichts. Und mit der Zeit ist das immer ärger geworden. Eingelegt, eingefettet. Und nach einiger Zeit schaut der aus wie Sau. Manchen gefällt das, aber mir gefällt das nicht. Und ich mag das einfach nicht. Besonders mit meinen schwitzigen Händen habe ich dann immer schwarze Hände. Und dann fahre ich mal drüber und dann schaue aus, wie ich Kriegsbemalung hätte. Und das ist bei dieser Uhr und bei diesem Thread auch so. Also sie sind vielleicht optisch schön schwarz, aber ich weiß nicht, was die machen, dass sie es nicht schaffen, dass die Farbe oben bleibt. Und da hat zum Beispiel Victorinox, die zwar keine, sie haben schon Uhren, aber keine Tool-Uhren, über deren Sinn man ohnehin streiten kann, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde sie praktisch, aber das ist jetzt egal. Aber das ist super. Das ist wirklich super, das färbt nicht ab. Ich weiß nicht, was die besser machen. Aber es ist ganz einfach so. Und das ist für mich ein bisschen ein Kritikpunkt, nur so als Idee jetzt auch für dich. Gut, haben wir jetzt auch diese Armbänder und Uhren besprochen. Jetzt gehen wir rein in die Spezialwerkzeuge. Ja? Und da gehen wir gleich zum MUT. Ja? Ich habe mir das auch, wie du siehst, nicht in der Schwarzversion gekauft. Aus dem Grund, weil ich es eben nicht mag. Dieses Military Utility Tool ist eine liebe Sache. Ich persönlich brauche es nicht, weil ich kein Military bin und auch keine Military Utility mache. Aber die Idee ist einfach. Du hast hier eine Klinge, ist alles in Ordnung. Hast dann hier eine dazugehörige Säge, ist auch in Ordnung. Kann ich mir sicher vorstellen, dass das Militärpersonen brauchen. Dann den Bit, den man hier wechseln kann. Kriege ich jetzt nicht raus. Hängt jetzt, achso, da muss man da bei dem hier... Muss da immer drücken, kriegst halt hin, ist jetzt egal, macht ja auch nichts. Kann man wechseln mit den dazugehörigen Bits aus diesem Bitsatz hier. Du kannst den Seitenschneider mit einer wirklich fetten Zange, die auch zum Surge dazu passt hier. Also das ist selbes Modell. Aber hier kann man was anschrauben. Und ich glaube, ich habe mir sagen lassen, dass das irgendwelche Putzstöcke sind für halbautomatische Waffen. Auch hier an dieser Stelle. Das hier irgendwie zum Auskratzen, was weiß ich, irgendwas. Ich bin kein Militärer, daher weiß ich das nicht. Und ich glaube auch, dass, und das ist der große Vorteil einfach bei Leatherman grundsätzlich, dass die halt Spezialwerkzeuge machen für eine spezielle Gruppe. Das sehen wir dann auch beim MUT oder beim Crush. Und die Frage dabei ist halt, brauchst du sowas oder willst du das als Coolness-Faktor? Und das ist ja auch in Ordnung. Du hast ja einen Hammer dazu, da kann man irgendwas mit dem Verschluss machen. Ich bin da kein Experte, daher möchte ich mir kein Urteil anmaßen, aber für mich ist es ein lustiges Spielzeug, das ich halt habe und fertig. Ja? Du hast hier dann noch, und das macht halt auch dementsprechend Gewicht, ja? Man hat hier dann noch die Möglichkeit, schon, ja, da hast du hier gleich einen dazugehörigen Bit dazu, passend für irgendwelche Optiken einstellen und Gewehre einstellen. Ja, meine persönliche Meinung zu diesem Tool ist, für einen Survivaler oder Bushcrafter, der nichts mit Waffen zu tun hat, wären diese Funktionalitäten eigentlich nicht notwendig. Das ist zum, dass man diese Shooter-Holster, den man da einbauen kann, da kann man das durchstoßen, damit dieser Pin aufgeht. Also durchaus okay, aber mein Teil ist es halt nicht, was nichts Negatives sein soll. Gurtschneider mit dabei. Ist in Ordnung. Gut, das will jetzt keine grundsätzliche Kritik sein. Ich brauche es halt nicht. Gut, das ist das Military Utility Tool. Für Militärpersonen oder Leute, die mit diesen M16 und wie sie alle heißen, Plattformen arbeiten, sicher eine Idee. Aber kommen wir hier zu dem MOT, das nicht MOT, zum One-Hand-Tool, OHT, One-Hand-Tool. Bei dem ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir das alles mit einer Hand bedienen können. Ja? Ich weiß, dass das jetzt bei diesem T, das gibt es ja schon länger, bei dieser Free-Serie auch der Fall ist, aber es ist ein anderes System. Ja? Das heißt, ich mache hier die Zange auf, die übrigens auch federunterstützt ist. Da fällt mir gerade ein, dass ich bei Sidekick und beim Wingman vergessen habe, im Vergleich zum Wave, dass die auch automatisch immer wieder aufmachen, wenn dir das wichtig ist. Das habe ich vergessen vorher. Das ist hier der Fall. Ja? Das heißt, klack, und wenn ihr aufmacht, geht er wieder auf. Der Mechanismus erinnert doch sehr stark an einen Gerber, den ich auch schon sehr, sehr lange habe. Den habe ich als Bub bekommen auch.
Das ist derselbe Mechanismus, nur dass er halt keine Federunterstützung hat. Aber das macht jetzt nichts, ich will da jetzt Leatherman nichts Böses nachsagen. Das ist so, es wird ganz einfach geschaut, was gibt es am Markt und wie adaptiert man es in seine Plattform. Und das ist jetzt gar nichts Schlechtes, weil irgendwer mal gesagt hat, das ist abgemacht und das ist böse von Leatherman. Sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Sie haben es ja nicht 1:1 kopiert und Leatherman draufgeschrieben, sondern adaptiert und angepasst. Man kann das absperren und die Idee ist halt wirklich, dass man von außen auf alle Werkzeuge zugreifen kann. Und du siehst, dass die halt doch relativ klein sind. Für mich ist es ein Spezialwerkzeug jetzt für Rettungskräfte, für vielleicht Feuerwehr in diese Richtung, die auch mit Handschuhen arbeiten müssen und das brauchen, also Gurtschneider dabei und alles und super und Sauerstoffflasche und was weiß ich was. Es ist ein Spezialtool. Es ist nicht so robust wie ein Search, dadurch auch viel leichter, hat ein anderes Anwendungsgebiet meiner Meinung nach und ja. Ich habe eher ein Video dazu gemacht. Schaut ihr das an. Ah, da sehe ich noch etwas. Beim Military Utility Tool ist auch das hier mit dabei. Das ist standardmäßig dabei. Und ich glaube, dass man das irgendwie zum Einstellen und zum Montieren von Zielfernrohren und so weiter braucht. Und ja, auch das hier. Ganz, ganz nett. Gehen wir weiter zum Crunch. Ja, auch das ist ein lustiges Spezialwerkzeug, das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, nämlich ist eine Rohrzange drauf. Ja? Das heißt, wenn du jemand bist, der häufiger eine Rohrzange braucht als EDC, dann bist du da an der richtigen Adresse. Das Teil lässt sich sehr schön zusammenlegen, das heißt, du kannst hier einen schönen Kasten draus machen und hier stellst du dann im Endeffekt die Weite von deiner Zange ein. Und ja, dann hast du ein kleines, lustiges, liebes Tool. Wird zumindest aktuell mit einer Ledertasche ausgeliefert. Das heißt, das ist jetzt auch recht schön und nett und lieb. Während ja zum Beispiel andere Tools, zum Beispiel das Free, wird mit so einer Nylon-Tasche ausgeliefert. Ein One-Hand-Tool habe ich jetzt zum Beispiel mit dieser Tasche hier bekommen. Und das ist halt auch immer wieder die Frage bei der Tasche, was du brauchst. Gell? Für den urbanen Bereich ist das auf jeden Fall, eine gute Sache hier an der Stelle, wenn man es reinkriegt. Verwende die Tasche eigentlich nicht und ich verwende dieses Crunch auch eigentlich nicht. Ich habe es nur in der Sammlung und auch zum Herzeigen eben bei den Survival Trainings und bei meinen Ausrüstungstrainings für meine Leute, die ich da konsulte oder unterstütze, sage ich einmal, weil ich kann, so dieses, ich kann mit dem eigentlich nichts anfangen. Aber damit man es mal sieht. Und der Punkt dabei ist halt auch, du hast hier die Werkzeuge innen liegend. Das sind sehr, sehr kleine Werkzeuge. Es ist ja, ist in Ordnung. Das ist was für Handwerker, der das vielleicht öfter braucht. Mein Ding ist es jetzt nicht, aber das soll nicht heißen, dass es schlecht ist. Aber lass uns, jetzt wenn wir gleich da sind, auf etwas anderes übergehen, nämlich auf diese Holster ganz kurz. Von den Holstern her hast du im Endeffekt mehrere Holstertypen. Also mal den Leder. Ja? Mein erster Wafer auch in einem Ledertaschel, das war okay. Und dann eben diese Nylon-Holster, die teilweise Molle-kompatibel sind, da musst du genau nachschauen, was du kaufst. Das ist jetzt hier das vom Charge. Ja, da passt hier hinten übrigens auch diese Bithalter dabei. Das ist auch das, was ich gesagt habe, dass die im Lieferumfang mit dabei sind. Da ist der Schließmechanismus über so einen Druckknopf und das ist in Ordnung. Ja? Nicht Molle-kompatibel. Und die hier, der ist zum Beispiel Molle-kompatibel, aber hat dieses Glätt-Dingsbums. Das ist ja auch super und lieb und nett und ich habe ja nichts dagegen, nur wenn du Outdoor unterwegs bist und hier Gras reinkommt oder von den großen Glätten, übrigens eine super Survival-Nahrungspflanze, billige Eigenwerbung, komm mal bei meinem eigenen Kurs und bei meinem Buch zum Survival-Nahrung vorbei, dann bleibt das hier hängen und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Oder von der Kleidung hängen irgendwelche Kleidungsstücke, also irgendwelche Fäden raus, mit der Zeit hält das dann nicht mehr, dann muss man es austauschen, gibt es aber auch als Ersatzteil. Aber das soll ganz einfach so sein. Das waren jetzt die Spezialwerkzeuge, aber da mag ich gleich bleiben beim Spezialwerkzeug. Da möchte ich noch das Skeletool herzeigen und hier den Signal. Der Signal ist ähnlich aufgebaut wie das Skeletool, ähnlich. Und der ist halt die Outdoor-Variante. Ich habe den auch einmal schon vorgestellt. Ich halte persönlich nicht allzu viel davon. Manche lieben ihn und ich will da ja auch niemandem zu nahe treten. Wenn dir der taugt, ist das ja auch okay. Nur für mich ist er halt nicht so toll, aber das macht nichts. Das heißt nicht, dass er für dich schlecht ist. Schau mal, ja, du kannst die Seitenschneider hier auswechseln. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe ihn halt jetzt hier in Rot. Und die Idee von diesem Tool hier ist, dass ich outdoor-mäßig alles dabei habe. Ich habe hier eine Schleiffunktionalität, damit ich das Messer schleifen kann. Ich habe hier einen kleinen Mini-Feuerstahl, der sicherlich besser als nichts ist. Ich habe hier dann die Möglichkeit, da ist ein Hammer dabei sozusagen oder zum Draufklopfen eben. Hier kann ich einen Sechskant einbauen.
Ja, ich meine, es ist eh okay. Ja, ich meine, wenn du das willst, dann kannst du das alles tun. Was hier auch der Vorteil ist bei dem, dass auch da es ist so ein Mittelding zwischen Urban und Outdoor eigentlich. Du hast hier die wechselbare Bit-Funktionalität, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ein Messer, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe noch nie ein Signal gefunden, leider, ja, der eine andere Klinge hat, nämlich nicht diese Serrated-Klinge, sondern eine glatte Klinge. Vielleicht wäre das cool, wenn man das machen könnte, weil das macht schon ein bisschen einen Unterschied. Und ja, es ist eh in Ordnung. Die Idee, man sieht es zum Beispiel bei der Werbung von Leatherman, dass Leute, schöne Menschen, also Models, also nicht so wie ich, also nicht so schier wie ich, sondern wirklich schöne Menschen, schöne Frauen, schöne Männer, herumgehen und dann haben sie einen Rucksack und auf diesem Rucksack hängt dann dieses Signal da so auf dieser Seite drauf. Na, 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 und wir gehen, das ist voll cool. Und früher, das ist ganz lang her, das war im Jahr 2007, hatte ich schon ein Skeletool und das ist ja dasselbe Prinzip wie daher und da haben wir gedacht, wenn die das in der Werbung zeigen, dann muss das cool sein. Und habe dieses Skeletool auch so getragen und so habe ich es auch verloren. Weil dieser Mechanismus hier eh lieb ist, aber wenn du nur wanderst und nur kurz einmal fürs Fotoshooting einen Weg entlang gehst, ist es cool. Aber wenn du wirklich durchs Gemüse gehst, das hier durch einen Zweig geht einmal auf und dann fällt es runter und ist weg. Und so ist es mir auch passiert. Also mein erstes Skeletool habe ich auch beim Hornbach gekauft. Jetzt kriegt man es bei Amazon. Gibt da unten den Link direkt. Amazon direkt kaufen bei Leatherman. Ja, also ich halte von dem nichts. Ich halte von dem nichts. Das hier ist mir einfach zu wenig, um im Outdoor-Bereich sicher sein zu können, dass das hält. Das ist für mich ein Blödsinn. Aber sehe ich nur so. Vielleicht hast du eine andere Meinung. Schreib mir unten einen Kommentar, das wäre cool. Vielleicht hast du das irgendwie. Und was ich auch der Meinung bin, das Tool ist als zum Umhängen zum Beispiel über Hals. Geht ja auch manchmal, sehe, dass das propagiert wird von anderen YouTubern und ich will die nicht angreifen damit, überhaupt nicht. Macht jeder, was er will. Nur für mich ist das zu schwer, für meinen Knack, für mein Genick. Ich habe das gerne in einer Tasche oder eingesteckt oder so irgendwas. Ist mir ganz einfach lieber, aber soll so sein. Das hier jetzt zu dem, dann kommen wir gleich zum Skeletool. Das ist sehr leicht, das ist sehr, sehr kompakt. Ich hatte es noch mit Wellenschliff, weil es das in dieser CX-Variante nicht gegeben hat oder beim Hornbach zumindest nicht gegeben hat. Sehr leicht, sehr kompakt, eine kleine Zange dabei, die ich immer wieder gebraucht habe beim Radfahren nämlich, weil da immer wieder was abgegangen ist. Du hast hier einen Bit dabei, den Bitwechsler. Ja. Das heißt, kannst du auf Kreuz und auf Schlitz und alles schön umwandeln. Ich finde, das ist wirklich lieb gemacht, mir gefällt das. Es ist halt die Frage, ob du das brauchst. Ja? Wenn du nur ein kleines, liebes Tool brauchst, wo du einerseits ein Messer dabei haben willst, das muss da reichen, dann eben den Schlitz, also irgendwelche Bits aufsetzen und die Zange, dann bist du gut unterwegs und natürlich, das hier ist die Funktionalität, damit man wieder die Bierflasche aufmachen kann, so wie es bei Leatherman immer der Fall ist. Die Klinge ist ausreichend, um kleine Dinge zu tun, ist arretiert, leider, wie ich mir sagen habe lassen, nicht 42A-konform in Deutschland, das tut mir leid für euch. Ja, ist ein Tool durchaus brauchbar, durchaus in Ordnung. Also das ist jetzt mal so in diese Richtung. Jetzt haben wir noch einen Gang. Einen kleinen Gang haben wir noch. Das Video ist sicher urlang. Ja, tut mir leid, ist so. Wir haben noch einen Gang zu den Mini-Tools. Fangen wir gleich einmal mit dem hier an. Ja? Das ist der Style. Und dieser Style, den gibt es in mehreren Ausführungen. Nämlich einmal hier mit Zange, so wie es ich habe. Ja? Oder mit Schere als Maniküre, Pediküre, Ausführung. Ist ein liebes Tool. Ist wirklich ein sehr, sehr liebes Tool. Hier jetzt mit einer Schere. Nämlich die Schere innen einliegend und nicht als Zangenschere. Ja, das gibt es nämlich auch, genauso wie den Micra. Der ist ein bisschen größer und hat auch diese Funktionalität mit der Schere eben. Oder eben hier jetzt als im PS-Style, ich gebe da unten den Link auf beide, schaut euch das auf Amazon an, mit einer kleinen und durchaus brauchbaren Schere. Ich finde, das ist sehr, sehr lieb gemacht, ist so ein kleines Pediküre-Set. Hier hast du dann auch noch eine Pinzette dabei, die ich sehr, sehr schätze, besonders im Outdoor-Bereich. Und dann hier, damit man sich die Fingernägel ein bisschen schärfen kann und einen Schlitzschraubenzieher und den Flaschenöffner natürlich. Ein liebes Tool, auch sehr leicht, im Prinzip des Skeletools aufgebaut. Ist eine liebe Sache. Warum auch nicht? Und dann kommen wir jetzt hier zum, ich kann das nie aussprechen, Squirt. Und zwar einmal in PS Ausführung und dann mit T irgendwas, wo halt kleine Änderungen und kleine Unterschiede in den dazugehörigen Tools sind.
Du hast hier eine kleine Mini-Klinge, die nicht arretiert und daher auch 42A-konform sein soll. Ich habe gehört, dass der eine oder andere Politiker in Deutschland auch der Meinung ist, dass das eine zu lange Klinge ist, die zu gefährlich ist. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber bitte. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Diese Klinge ist für Kleinigkeiten zum Paket aufmachen oder so weiter total genial. Jo, genau. Dann hast du hier zum Beispiel eine Feile dabei. Ja, die haben wir auch bei beiden. Ist lieb. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht, weil ich dieses Teil aber auch nicht habe, das nicht mit draußen habe, weil mir... Es ist doch relativ schwer für das, was es kann, meiner Meinung nach. Es ist doch relativ schwer, weil die Zange braucht ja trotzdem diese Funktionalität. Die ist auch noch, du siehst, die geht auch immer wieder auf und zu. Das heißt, es sind hier Teile mit eingebaut, die notwendig sind, um diese Zangenfunktionalität zu machen. Und ich will jetzt nicht, sagen, dass zum Beispiel das Reba, ja, oder wo sind wir denn daheim? Ich finde es jetzt nicht. Das Reba, das weiß ich, genau. Das Reba ist natürlich jetzt schon schwerer. Ja? Aber im Vergleich zu dem, was das kann, ist der Unterschied dann auch nicht mehr so groß. Muss ich jetzt wirklich sagen, es klingt jetzt verrückt. Aber da habe ich ja richtige Zangen, da habe ich ein richtiges Messer. Auch 42A-konform. Und da ist jetzt für mich die Frage, ob das Sinn macht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht im Kit irgendwo, wenn man es in irgendeine Tasche mit reingibt, von Tatonka zum Beispiel, eben den Leader Admin Pouch oder von Maxpedition etwas, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Meine erste Wahl ist es ehrlich gesagt nicht. Und muss jeder für sich selbst ganz einfach entscheiden. Ja, das jetzt sind diese kleinen Tools. Da gibt es dann auch noch das Mikra, das noch ein bisschen größer ist. Das sind so die kleinen Tools. Also wir haben ja jetzt alles durch. Ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Ein Marathon für mich. Leatherman ist eine super Marke. Mein erstes Multitool mit Zange, das ich bekommen habe, war eben das Supertool. Ja, das ich dann als Pfadfinder immer dabei gehabt habe. Mein erstes Multitool, und das muss man auch dazu sagen, das hier ist ein Multitool mit Zange. Das erste Multitool, wenn ich so drüber nachdenke, ist aber eigentlich nicht Leatherman gewesen, sondern Victorinox. Nicht das hier, sondern ein Camping, das ich als Pfadfinder bekommen habe. Ein kleines Taschenmesser auch zum einzelnen Hand aufmachen. Und das finde ich jetzt momentan nicht. Und das zweite war dann sozusagen gleich dieses Leatherman, ja, wenn ich so drüber nachdenke. Aber mein erstes richtiges mit Zange war ein Leatherman Supertool und ich bin davon niemals weggekommen. Und ich werde ein eigenes Video machen, wo ich Victorinox vergleiche und die in Kombination setze. Es ist da ja immer wieder der große Streit, was ist besser. Das werde ich in einem anderen Video auflösen. Also lass ein Abo da und schau ganz einfach in dem Kanal ein bisschen herum. Das werde ich an einer anderen Stelle beschreiben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Leathermans hast du viele unterschiedliche Tools in unterschiedlichen Variationen. Es ist für jeden was dabei. Für die Military-Person, für Einsatzkräfte, für Outdoor oder eben, und das muss man auch dazu sagen, weil ich auf Instagram das immer wieder gefragt wird, was ist dein liebstes EDC-Tool? Und ich muss sagen, dass es das Wave ist. Ich habe mit dem T4 einiges gemacht, ist auch schwerer etwas, aber ich bin trotz alledem der Meinung, dass das Wave das Non-Plus-Ultra, was EDC betrifft, ist. Und ich mag Leatherman ganz einfach. Ich gebe da den Link zu allen, die ich hier präsentiere, gebe ich da unten den dazugehörigen Link. Du siehst da auch in der Beschreibung, noch einmal kannst du draufklicken auf die einzelnen Seiten, um zu den einzelnen Tool, das ich vorstelle, hier hinzukommen. Besuch auch den Kanal, denn dann gibt es auch Reviews zu den einzelnen im Detail, die umfangreicher sind und dir noch mehr Entscheidungshilfe geben können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles dabei, in allen Budgets, in allen Möglichkeiten. Und so solltest du jetzt einen guten Überblick haben. Schreib mal einen Kommentar, teil das Video, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Lass ein Abo da. Link zu den Produkten, billige Eigenwerbung selbstverständlich, findest du auch. Abo da lassen, da geht es zu mir in den Shop. Leider kein Leatherman, sondern Victorinox. Aber das ist genauso gut. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.